Hallo, herzlich willkommen heute wieder zum Losung und Lehrtext. In unserem Leben gibt es verschiedene Zeiten. Es gibt Hochzeiten, also Hochzeiten auch, und Tiefzeiten. Ich weiß nicht, ob es Tiefzeiten gibt. Ein Tief? Naja, jedenfalls etwas, was ein bisschen schwierig ist in unserem Leben. Und dann gibt es auch Wartezeiten. Wartezeiten sind ganz, ganz wichtig für uns, weil wir darin in einen Prozess hineingeführt werden, der uns hilft, Dinge besser zu verstehen, zu lernen, zu begreifen, geduldig zu werden. Und so auch im heutigen Losungstext, wo der Psalmist sagt: Herr, ich warte auf dein Heil. Aus Psalm 119, Vers 166. Ja, auf Gottes Heil zu warten, da ist die Sehnsucht, kommt da zum Ausdruck, dass etwas nicht so ist, wie es eigentlich sein soll. Denn wann wünscht man sich denn Heil? Wenn es heillos ist, wenn das Heil nicht da ist, wenn es eine Situation gibt, die alles andere als angenehm ist. Ja, und in so einer Situation will der Herr uns natürlich entgegenkommen mit seinem Heil. Und zwar nicht irgendein ein Trostpflaster, sondern ein Heil, das uns wirklich heil macht. Weil wir als Menschen sind heillos verloren. Und wir brauchen das Heil, das uns Gott zu bieten hat. Und dieses Heil ist einzig und allein in Jesus Christus gegeben. Heil für unseren zerstörten Zustand, mit dem jeder Mensch schon in diese Welt kommt, als Sünder. Meine Mutter hat mich in Sünden empfangen, sagt der Psalmist an einer Stelle. Und Sünde trennt natürlich von Gott. Und wenn wir in diesem Zustand, in dem wir in diese Welt gekommen sind, nämlich als Sünder, auch wieder diese Welt verlassen, dann wird auch diese Trennung zu Gott, zu unserem Schöpfer, wird auch sich fortsetzen in aller Ewigkeit. Ein schrecklicher Gedanke, aber eine Tatsache, von der die Bibel eigentlich sehr klar und eindeutig spricht, dass es eine Ewigkeit gibt, auch ohne Gott. Und Gott möchte natürlich, dass seine Geschöpfe, die er in sein Ebenbild geschaffen hat, also dich und mich, in diese lebendige Beziehung wieder hineinkommen. Und dazu hat er das Heil buchstäblich in diese Welt gesandt, in seinem Sohn Jesus Christus, das Heil aller Menschen. Und das ist ein unwahrscheinliches Angebot. Aber schauen wir uns noch einmal auch den Lehrtext an. Vielleicht lernen wir auch davon etwas, gell? Er, Offenbarung 22, 20, er, der für alle, oder der für all das als Zeuge einsteht, sagt: Ja, ich komme bald. Wer spricht da? Nun, wenn wir das genauer wissen wollen, dann müssen wir die Offenbarung aufschlagen, und da ist eine Menge an Informationen drinnen. Vieles können wir noch gar nicht so richtig einordnen. Aber das, was hier gesagt ist, glaube ich, ist nicht zu schwer einzuordnen. Wer kommt da bald? Wer spricht da? Ja, ich komme bald. Das ist einzig und allein der Herr Jesus Christus, der auch schon seinen Jüngern, als er noch hier auf Erden war, kurz bevor er diese Erde verlassen hat, in seiner Körperlichkeit, hat er gesagt, dass er wiederkommen wird. Er hat es ihnen gesagt, und er hat ihnen ganz klare Vorzeichen gegeben, bevor das sein wird. Seine zweite Wiederkunft, Matthäus 24, nachzulesen auch. Und da werden wir erfahren, dass Jesus das, was er bisher getan und gesagt hat, in Erfüllung gegangen ist. Und das, was noch aussteht, auch in Erfüllung gehen wird. Die Frage ist natürlich nur, ob der Mensch, der jetzt auch diese Worte hört,
die Jesus gesagt hat, ich komme, ob er daran glaubt, ob du Jesus beim Wort nimmst, ob du dich ihm anvertraust. Denn das wird letzten Endes auch die entscheidende Frage deiner Ewigkeit sein. Alle, die Jesus vertrauen, die an ihn glauben, die werden nicht verloren gehen. Jeder, der an ihn glaubt, wird zum Kind Gottes. Und an ihn glauben heißt ja unter anderem, Jesus nachzufolgen, sein Wort für buchstäblich bare Münze zu nehmen, auch wenn es da manches gibt, was man, vielleicht sogar vieles, was man noch nicht so richtig einordnen kann. Und dennoch ist es sein Wort, ich glaube es, ich weiß, es ist die Wahrheit und nach dem richte ich mich aus. Und dazu sind wir auch heute wieder aufgerufen, in dieser neuen Woche uns wieder Jesus anzuvertrauen und auf ihn zu warten, denn er wird kommen. Die Frage ist nur, ob du dann auch dazu oder da bereit bist. Der Herr lädt dich ein, ihm nachzufolgen. Falls du das noch nicht getan hast, dann bitte ihn jetzt einfach in dein Leben zu kommen, dir all deine Schuld und deine Sünden zu vergeben und dir ein neues und ein ewiges, unbegreiflich herrliches Leben zu schenken. Das ist das Schönste, was dir und einem Mensch überhaupt passieren kann. Neues, befreites, ewiges Leben aus Gottes liebender Hand und aus seinem Herzen zu bekommen. Und das bietet er dir auch heute an. Herr Jesus, ich will dir danken, dass du Herr und Gott bist, dass du die Menschen so sehr liebst, dass du Mensch geworden bist, um uns von unserer Kalamität, von unserer Heillosigkeit zu retten. Und da bist du unser Heil geworden, unser Heiland. Und dafür will ich dir danken. Und wenn da jemand hier ist, der das jetzt auch hört und zu dir kommen möchte, dann danke ich dir, dass du das zusagst, dass jeder, der zu dir kommt, den wirst du nicht hinausstoßen, sondern annehmen. Und dafür danke ich dir auch jetzt. Amen. Amen. Danke auch fürs Dabeisein wieder. Und vielleicht geht's morgen wieder. Weiß ich ja nicht, gell? Wir wissen auch nicht, den morgigen Tag, ob wir den erleben. Es ist und bleibt immer wieder ein Geschenk des Herrn. Servus. He's coming, coming, coming soon, I know, coming back to this earth again. And the weary pilgrims will to glory go when the Savior comes to reign. There will meet near to part. Shall come and worship our heavenly King.